Grüezi, Servus, hallo, Swiss hier. Heute hat mich mal der Hafer gestochen und ich hatte Bock, mal was ganz anderes zu fahren. Also wollte ich erstmal die Dresden fahren, da fand ich aber kein Spiel. Da habe ich zu Kolberg gewechselt, Stufe 2. Ganz normal geskillt, nichts speziell gemacht dran. Und wollte mal gucken, was sich so in den unteren Gefilden, so in der Kreisliga so tut. Wobei man vorsichtig sein muss mit der Kreisliga. Ich habe schon auf Stufe 2 auch nicht auf die Nase bekommen, also so ist es nicht. Aber ich hatte einfach mal wieder Bock, mal da unten reinzuschnuppern. Und jetzt gerade die Kolberg ist doch mit unter 4 Sekunden ein schnuckeliges Schiffchen. Eigentlich gar nicht so eine typische deutsche Schussbahn, auch sehr hoch. Erinnert unheimlich an die amerikanischen Kreuzer. Vielleicht haben wir ja damals amerikanische Geschütze verbaut. Ich weiß es nicht. Und ja, jetzt gucken wir mal rein. Wir starten links, meinte ich, glaube ich, denke ich. Genau. Und ne, Mitte. Mitte. Und dann habe ich mir gedacht, ach komm, hier unten. Da hauen wir mal einfach einen raus. Und fahren durch die Mitte. Ist ja egal, ob einer mitkommt oder nicht. Gucken wir mal, was passiert. Ganz viel Zerstörer. Ich hatte Spaß. Ja, vielleicht ist ja was Leckeres dabei. So. Schön getarnt, wie sich das gehört. Dann habe ich mal so ganz vorsichtig den Zerstörer angefragt. Ich brauche ihre Unterstützung. Der sagt schon mal jawohl. Und der Flugzeugträger, den habe ich auch gebeten, mich zu unterstützen. Der fand wohl aber das Kommrädchen nicht. Da kam also keine Antwort. Und dementsprechend fuhren wir einfach mal los. Die Map kennen wir. Nicht unbedingt sehr kreuzerfreundlich, wenig Deckung. Aber ich war jetzt mal einfach mutig. Ich meine, ich würde ja im Leben nie mit dem Kreuzer durch die Mitte fahren. Weil das ist im Normalfall, das ist der Tod. Weil entweder kommen die Torpedos von rechts, die dicken Eumel von rechts oder eine ganze Armada von vorne auf dich zu. Aber hier ging das irgendwie. Und da hinten kommt ganz gemütlich eine Wyoming an. Habe ich gedacht, sagen wir mal hallo. Und war erstmal überrascht, wie schnell die nachlädt. Und jetzt müsst ihr mal zählen. Wir haben jetzt zwei Salven abgefeuert, drei Salven abgefeuert, vier Salven abgefeuert. Jetzt kommt die erste an, kurz vor der fünften. Also, das sind die Geschosse, die gehen erstmal aus der Stratosphäre raus, einmal um den Mond und kommen wieder zurück. Finde ich lustig. So. Ein Zerstörer, zwei Zerstörer, schön. Arbeit für mich. Na dann mal drauf da. Und immer gerade beiden Hallo sagen, nicht einen, ne? Immer für Fairness sorgen, sondern alle die gleiche Aufmerksamkeit kriegen, auch die Samson. So, vor der Samson hatte ich nur definitiv keine Angst, weil, wie gesagt, bis die in die Pötte kommt, ist dunkel. Und bei den anderen, ja, einfach nicht zu nah dran. Torpedos haben sie alle. Und eben, bis man sich an die Flugbahn gewöhnt hat von diesen Dingen, das ist schon herrlich. Aber nichtsdestotrotz, mir kam das so ein bisschen vor wie gegen die KI. Der kommt gerade auf mich zu. Ich bin Kreuzer. Ich habe unter 4 Sekunden Schusszeit. Du nicht. Du hast 7, irgendwas. Oh, jetzt zeigt er mir sogar noch Bäckchen. Also, sowas Freundliches. Und zeigt mir nochmal Bäckchen und behält das auch bei, das Bäckchen zu zeigen. Ja, dann halt Tschüss. So. Nächster auf der Liste. Gucken wir mal, was wir mit dem anstellen können. Oh. Und wohlgemerkt, wir hatten rechts eine Wyoming. Ja, wir vergessen das nicht. Und ihr merkt, es passiert nix. Nix. Es passiert nix. Dem passiert was, mir nicht. Fand ich lustig. So, also, schön auf die Wakatake drauf, oder wie das Mäuschen da heißt. Jawohl. Und raus ist er. Oh, zwei Zerstörer weg. Da ist alles gut. War noch ein dritter. War nicht noch ein dritter? Nein? Doch, vielleicht. Nein? Nicht? Gut. Ja, dann nehmen wir halt wieder das Schlachtschiff, oder? Nicht? Nehmen wir nicht das Schlachtschiff. Fahren wir erstmal im Cap eine Runde spazieren. Fahren wir einmal ums Cap rum. Mir kam es auch so vor, als wenn das so fürchterlich lang gegangen wäre, das Cap einzunehmen. Bin ich da einmal rausgefahren? Nee, egal. Also, wie gesagt, von der Beweglichkeit her ist sie nicht. Aber noch einmal, Wyoming, die ist unter 10 Kilometer jetzt vor mir. Unter 10 Kilometer. Ja? Und die sieht mich, bin offen. Die schießt nicht.
Habe ich gedacht, muss ich ihn einladen, muss ich breit fahren? Naja, ganz breit fahren wir nicht, aber so ein bisschen angewinkelt. Wird aber auch nicht, ich meine, Wyoming auf einem Kolberg, die bläst mich in 100 Bestandteile, wenn die mir einmal trifft. Na, die schießt nicht. Das fand ich sehr angenehm. Also, zwei Feuergefechte, volle Trefferpunkte. Fand ich gut. Fand ich richtig gut. Sehr angenehm. Nichts Belastendes dabei. Das war so ein Kneipp-Ausflug. So ein bisschen Wasser treten, Fangopackung. Richtig nett. Sehr freundliche Gegner. Ich weiß ja gar nicht, ob wir das. Ach doch, das haben wir gewonnen, glaube ich. Aber ich fand das einfach gut. Und die Campbelltown hätte ich gern gehabt. Jetzt weiß ich aber gar nicht, ob die sich zeigen wird. Weil das ging so schnell, das Spiel. Drum, sag ich ja, 10 Minuten, 16 Sekunden ist der ganze Clip. Also, das ging zackig. Und hinten raus war ein Schlachtschiff. Das war auch noch schön. Der Zerstörer bat alle um Hilfe, weil das Schlachtschiff mit zwei Zerstörern konfrontiert war. Und natürlich, nachdem ich mein Kämmerchen aufgeräumt hatte und wusste, okay, bei mir ist alles klar. Ja, aber die haben ja beide nicht mehr viel. Irgendwie. Also bis ich da ankomme, sind die ja beide weg. So. Und wer denkt, es gibt keine Steigerung für die Wyoming, der irrt sich. Jetzt kommt die Wyoming unter 6 Kilometer an mich ran. Also, egal in welcher Runde, die wird auf mich schießen. Ich meine, ich bin doch, ne? Ich kann dem ja eine Dose Schappi an die Birne werfen. Mit Gegenwind. Nö. Hat den nicht interessiert. Das war ein richtig geil geflashter Typ. Der hat mir echt gefallen. Also, so Schlachtschiff hätte ich gerne im Spiel. So Schlachtschiff hätte ich wirklich gerne im Spiel. Aber hat man halt nicht immer. So, und wo ich mich dann mal wieder unserem Schlachtschiff zuwand, da sage ich dann, alle Zerstörer weg. Jo. Für was braucht er mich denn? Dann habe ich gesehen, D wird eingenommen. Er geht dann, nee, 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 Moment, 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 Moment. Ich habe mir hier gerade den Arsch aufgerissen. Nein, Arsch aufgerissen habe ich mir nicht. Ich habe mir gerade Mühe gegeben, D einzunehmen. Jetzt kommt da nicht irgend so ein dahergelaufener. Ah, die Campbelltown, sehr schön. Nicht irgend so ein dahergelaufener kleiner Kerl und macht mir da das Cap streitig. Das habe ich geholt, das will ich auch wieder haben. Und dreh also ein, also im Sinne von eindrehen, das ist wieder so Volvo ICE-mäßig, ja? Lenkrad einschlagen und dann einfach warten, bis der Arsch sich mal irgendwann bewegt. Und wenn er sich dann bewegt, dann, ja. Und nein, ich beatsche nicht, bevor jetzt schon wieder die Wetten losgehen. Nein, ich komme drum rum. Ich schaffe es. Das liegt vermutlich daran, dass mein Tretboot nicht allzu großen Tiefgang hätte, sonst würde ich jetzt irgendwie aufsetzen oder so. Und ja, die Campbelltown wagt sich davor und schießt und macht und tut. Ich habe einfach. Ja, diese hohen Schussbögen. Dann sind wir wieder weg. Ja, macht ja nichts. Sie weiß auf jeden Fall, dass wir kommen. Und nochmal, ich bin offen. Und keiner schießt auf mich. Ne? Die ist immer noch nicht weit weg. Die ist immer noch in lockerer Reichweite. Was sind das? 8, 9 Kilometer. Die schießt nie auf mich. Die fährt ihr Schiffchen spazieren. Hey Leute, guck mal, was ich hier habe in der Wyoming. Ist sie nicht hübsch? Ja, noch hübscher, wenn sie brennt. Moin. Und das erinnert einen so an die amerikanischen Zerstörer. Oh, da kommen Torpedos. Die Campbelltown ist doch auf mich aufmerksam geworden. Also. So, und wenn es mit den einfachen Schüssen nicht geht, dann müssen wir halt die Trickshots rausholen. Und was heißt Trickshot? Wir schießen über den Berg und gucken, ob wir irgendwas treffen. Aber da die Campbelltown das mit Bremsen und Gas geben nicht so richtig verstanden hat, schießen wir halt einfach über den Berg. Ein bisschen vorhalten, ein bisschen hochziehen. Gucken. Moment, jawohl. Dauert ja immer bis Salve 1 einschlägt. Wir haben ja festgestellt, von Salve 1 bis Salve 4 dauert das, bis überhaupt mal eine runterkommt. Aber irgendwann kriegen wir sie denn doch. Und wenn es mit Danone ist, wie immer. Und jawohl, da hätte wieder einer gesessen. Schraubenschaden. Gut, jetzt ist eigentlich vorbei. Auf der Stufe, Campbelltown, Schraubenschaden. Nichts zu tun. Und trotzdem war ich einfach erschrocken über. Ich habe immer noch volle Trefferpunktzahl. Das bin ich nicht gewohnt. Oh, das war das erste Projekt. Heilige Maria, Mutter Gottes. Jetzt muss ich wegen diesem kleinen Sackgesicht mein Deck putzen. Das ist doch nicht wahr, ey. So ein kleiner Scheißer. Freche Hucke war das. Kann doch nicht einfach auf mein Schiff schießen. Das war die Runde, die hieß Only Blue is Shooting. Hat er irgendwas falsch verstanden im Spielmodus? Tschüss. Ja, das war's. Also ich fand's lustig. Wir haben das auch fair aufgeteilt. Drei Schiffe haben das ganze Team zerlegt. War spaßig. In diesem Sinne, hoffe es hat euch gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin, bleibt gesund, fit und munter. Alle liebe Grüße, macht's gut. Euer Swiss.